So, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach dem 265. Fränkischen Derby. Ich darf nicht nur Sie recht herzlich begrüßen, sondern auch die Trainer beider Vereine, Jens Keller und Stefan Leitl. Dem Geburtstagskind gebührt das erste Wort, dem Gast gebührt das erste Wort. Dankeschön. Ja, ich glaube, wir sind in den ersten 5-6 Minuten sehr gut ins Spiel gekommen. Ja, haben auch gleich eine Großchance. Haben zwei Eckbälle dann, glaube ich, hintereinander bekommen. Ja, und dann war die Situation, wo der Ball quer durch den Fünfer läuft. Und da hat man gemerkt, dass die Mannschaft noch nicht richtig stabil ist, ja, dass sie verunsichert war. Dann haben wir eine halbe Stunde keinen Zugriff mehr bekommen. Hat Fürth sehr, sehr gut gemacht. Die letzte Viertelstunde, glaube ich, in der ersten Halbzeit dann, waren wir wieder energischer und kompakter. Und zweite Halbzeit, muss ich sagen, großes Kompliment an die Mannschaft. Ja. Die Dinge, die wir in der Halbzeit angesprochen haben, haben sie sehr, sehr gut umgesetzt. Und ich glaube, mit ein bisschen Glück müsste man das Spiel eigentlich gewinnen. Mit der Großchance, die wir hatten. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben wir 2, 3 gute Möglichkeiten. Keine Ahnung, ob das ein Elfmeter war. Ja, zu mir wurde gesagt, ja, kann man pfeifen oder wurde schon gepfiffen. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr gut, sehr, sehr zufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Vor allem, was sie defensiv dann gearbeitet haben. Die Null steht. Wenn man in 2 Spielen 8 Tore kriegt, fehlt dann natürlich das Selbstbewusstsein und das Selbstverständnis auch, so ein Spiel zu verteidigen. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht und in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, auch nach vorne sehr, sehr gute Akzente gesetzt. Und deshalb bin ich im Großen und Ganzen mit dem Spiel sehr zufrieden von meiner Mannschaft. Danke. Stefan, kommen wir zu deiner Analyse. Ja, so wie Jens schon gesagt hat, ich denke, dass die erste Halbzeit bis auf die ersten 2, 3 Minuten uns gehört hat. Wir waren sehr dominant im Ballbesitz, haben gutes Positionsspiel gehabt, haben uns auch die ein oder andere Situation dann kreiert. Ich glaube, dass wir lernen müssen, wenn wir einen Gegner in Phasen erwischen und so dominant spielen, dass wir uns dann einfach belohnen müssen. Und ich glaube, das wäre gerade in der ersten Halbzeit definitiv möglich gewesen. In der zweiten Halbzeit war es so, dass die ersten 10 Minuten auch noch okay waren. Wir bringen uns in gute Situationen, haben leider dann keine Abschlussaktionen, sondern spielen am 16er nochmal quer. So kommst du dann in Umschaltaktionen, die wir dann nicht mehr ganz so gut im Gegenpressing verteidigen konnten wie in der ersten Halbzeit. Aber auch von meiner Seite denke ich, Kompliment an meine Mannschaft. Ja, wir haben auch bis zum Schluss verteidigt. Wir haben sehr, sehr viel investiert, auch heute in das Spiel. Wir hätten es natürlich gerne gewonnen, aber ich denke, am Ende war es ein gerechtes Unentschieden. Dankeschön. Danke an die beiden Trainer. Gibt es in der großen Runde Fragen? Klären wir alles gleich im Kleinen. Dann sagen wir vielen Dank fürs Kommen, wünschen noch einen angenehmen Sonntagnachmittag und bis bald wieder im Fürther Rundhof. Dankeschön.